So Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing. Ich bin wieder von HD, mit dabei ist Yolo Strichbeiger HD. Heute boxen wir seine GoPro Hero 4 Session aus. So, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Zubehör-Schnörsel. Okay, originaler GoPro Mouth, richtig sexy. Mit dem geilen Ladekabel, normal USB, USB-C anscheinend, weiß ich nicht. Also USB-C, ich zeig's euch gleich. Ja, wenn USB-C wäre, ein Baba. Das ist auf jeden Fall das bekannteste bei den neueren Modellen. Ja. Hier, das ist super extra schnell, damit es auch fest bleibt. Ja. Hier Ladegerät und es ist Micro-USB. Ja, auf USB. Ja. Mit Datenübertragekabel, 2 in 1, aber da steht nicht GoPro drauf. Daran erkennst du schon mal, dass dieses Kabel China sein könnte. Ja, ist doch scheißegal. Ja. So, ein extra 3M-Pad. Nee, das ist das Haupt-M-Pad. Nein. Oder? Doch, nein, das musst du unten dran kleben. Ja. So, dann kommt es dann hier unten so schisch dran. Schisch. So, schisch. Und ja, das ist super. Jetzt geht's ab zur Kamera. Soll ich Ihnen helfen? Ja. Wir packen jetzt die Cam auf. Neuen Helm, Leute. Und ja. Mein neuer Helm. Ich zeige euch gleich die Kamera. Genau. Ich sag euch, wie es ist. GoPro Hero 4 Session. Super. ASMR. So. Und mein Helm. Hier. Yes. So ein neuer Helm. Hier. Hero 4 Session. Die ist zwar nicht so lang. Also ist nicht so groß. Diese Länge. Wie meine? Nicht so groß. Aber dafür ist sie Baba. Dafür ist sie länger. Dafür ist sie nach hinten länger. So, Leute. So sieht's aus. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Seht ihr? Sexy. Ist noch richtig sexy. Oben hat sie ein mini kleines Display. So, ja. Und dann stellen wir dann gleich mal erstmal alles ein. Also bis gleich. So, jetzt gucken wir mal. Wie geil. Oh ja. Ja. So. Nehmen wir gerade schon auf. Ja. Okay, die ist anders als meine. Die macht düdüdüd. Ja. Aufnehmen. Okay. Schief dran so. So, das ist jetzt ein richtiger Test. Leute, wir sind gerade auf meiner Ansicht. Von mir, Tommy-Bike-HD, auf der Hero 4 Session, die von Jole. Und ja, mal testen, was sie jetzt so alles kann. Auf jeden Fall ist die besser als meine. Dafür hat meine wiederum die bessere Höchstqualität. Bessere Nationalität. Komm, wir senden jetzt hier noch ein bisschen rum. So, wir fahren auch mal ein bisschen schneller, mal gucken, was die Kamera für Windgeräusche macht. Weil fast jeder sagt, Session 4 ist scheiße, was Windgeräusche und so weiter betrifft. Fahr du schon mal runter zu den Treppen. Zu den da unten. So. So. Jetzt gucken wir uns mal die Aufnahme an. Ah, haha. Wie schön die geworden sind. Und ja, bis gleich.